euch? Nichts Großes. Aber genug um die. Chloe. Cool. Cool, cool, cool. Ja. Da kommen sie. In Deckung. Zingelt. Schwarze. Nimm das. Okay. Und pam, 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 pam. Das ist Plastik. Kann weitergehen. Hab dich. Ja, zeig's mir. Wie ein Profi. Ist gut. Hey, Nate. Kommst du runter zum Essen? Ja, bin gleich da. So macht man das. Und tschüss. Das war cool. Schluss mit den Spielchen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal was schnabulieren, ne? Frau ruft, Essen gibt's und wir gehen schnabulieren. Immer wenn es am schönsten ist. Hört man auf. Okay. Lauf, Jungling. Morning. Nee. So, was haben wir denn noch? Wir sollen runter. Also würde ich sagen, bleiben wir erstmal oben. Ärger ein bisschen die Frau. Und daran arbeitest du gerade? Bingkok. Lesen. Wer lesen will, ist klar im Vorteil. Deswegen, wer lesen will, kann lesen. Reiseführer. Scheint ja wirklich interesting zu sein. Was haben wir denn hier? Eine Kamera. Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Das war's. Oh Gott. Wow. Da waren aber eine Menge Fotos dabei. Kaum Übersicht gehabt. Badezimmer, schön. Eigentlich schön groß. Ne? Ja. Okay. Was haben wir denn hier? Hm. Wie süß. Wow. Da war er noch jung und knackig. Na, das gefällt mir. Okay, gibt keine Bilder mehr. Das ist auf jeden Fall ein Frauenkleiderschrank, also das sieht man. Hier ist noch ein Klo. Zwei Waschbecken. Okay. Listerin. Ja. Mundspülung. Darf auf jeden Fall nicht fehlen. Fehlt mir denn noch irgendwas? Ja. Da ist wenigstens nicht so viel. Duschzeug. Föhn. Seife. Ja. Okay, dann gehen wir mal zur Frau, die hat geruft. Oh, gibt da von der Garde Essen, oh. Lecker Reis. Lecker, lecker. Haben wir hier noch was? Eine Badezimmer. Wie viele Badezimmer haben die? Drei Stück? Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig.
Oh, ja, na klar. Danke. Das Essen noch nicht. Was gibt's denn? Bier? Oder Soda? Bitte. Soda. Schöne, cute Panda. Da ist das Äschen. Haben wir noch was zum Angucken? Können wir auch trinken? Oh, einen Schluck gemacht. Pff, nice. Und... Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben ein Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Lage Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Flüge in Bangkok, die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Okay. So. Sieh zu Lazy und lerne. Oh, ich lerne schon viel.
Finde ich einfach richtig geil gemacht. Was einfach ist das? Noch nicht da. Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Ja, das gute alte Brash kenne ich. Gibt's ein Problem? Crash Bandicoot. Nein, nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Das Geile okay. Ist einfach... Lauf auf die Kamera zu. So. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Starttaste ist dein Drehangriff. Alter, ja. Wieso... Und mit X springst du. Warum läuft man? Spring über alle Gruben. Warum läuft man mit diesen Dings? Ich wollte mit den Sticks laufen, aber mit den. Okay, boah, lauf Alter. Vom Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Das ist echt meine Lieblingsmap, weißt du so, aber. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Aber Leute, Lazy 1, Crash Bandicoot, Junge, das habe ich immer noch. Das zeige ich immer noch heute. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht nach Fuchs aus. Fuchs in Jeans. Scheiße. Okay, zerstör die Kiste. Warum zerstört ein Fuchs Kiste? Fuchs, das ist nicht sehr realistisch. Perfekt. Übrigens, Füchse können das. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Okay, nimm die. Was macht die? Bei 100 bekommst du ein extra Leben. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Oh, ah, Scheiße. Los? Du bist reingefallen. Ich weiß, wie kletter ich raus? Unrealistisch, ich wäre rausgeklettert. Wer sollte klettern lernen? Klettern hat mir immer geholfen. Pass auf, die Grube! Pass auf, hab aufgepasst. Warum spielt ihr all die Früchte? Füchse brauchen keine Früchte. Mit den Steuerkreuzen spielen macht überhaupt null Bock, Alter. Also ist das Stehlen. Also jeder, der das gezockt hat, der wird mir 100% sagen, dass mit dem Steuerkreuz überhaupt nicht geht. Der arme Fuchs. Mann, Alter. Hey, noch immer. Letztes Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Hey, spring! Spring! Schrei mich nicht an. Ich feuere dich an. Ich coache dich. Weiter so, weiter so. Die Grafik ist ziemlich gut. Oder nicht? Okay, hol die Wamperfrucht. Was bitte ist eine Wamperfrucht? Ist doch klar, eine Wamperfrucht. Frucht? Man will ein Fuchs Früchte. Oh, jetzt. Okay, gut, ist raus. Eigentlich gab es ja noch die Dings da, wo die so auf den Boden runtergehen. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? In echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen! Oh Mann! Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon! Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe, etwas schlanker, etwas weniger graue Schläfen.
Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Oh, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Hm? Setz dich. Erzähl mir von dir. Hm? Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Hm. Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Okay, erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Mhm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Mhm. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du es gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen, sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja... Sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh.
Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser...